Wir wissen noch ganz genau, sind Salonkommunisten. Solche kenne ich dutzendweise als euch. Als Rainer Werner Fassbinder 1982 mit nur 37 Jahren starb, hinterließ er uns 44 Filme und Fernsehserien. Die Gesamtheit des Werkes, das man hinterlässt, zähle, wenn man abtritt, meinte er. Es solle etwas Spezielles aussagen über die Zeit, in der es entstanden ist, sonst sei es wertlos. Und so spricht er mit seinen Filmen die größten Ängste und Tabus der Deutschen an. Kein deutscher Filmemacher war produktiver, umstrittener und obsessiver als Rainer Werner Fassbinder. Und was ich meine, ist halt ein Kino, das sehr perfekt ist, das nicht zu unterscheiden ist von einem Kino aus Frankreich, Italien oder Amerika und das trotzdem ganz persönlich von dem Macher ist und mit niemand anderem zu identifizieren ist, als mit dem, der es gemacht hat. Wir haben das doch immer gewollt. Ja, schon, aber sie kann nicht. Ich wusste, ich werde Filme machen. Wusste ich. Das wusste ich, seit ich 12 war. Das war alles für mich nur eine Frage der Zeit. Ich habe also verschiedene Sachen gemacht, habe da und da gespielt, habe das und das geschrieben. Ravioli. 2 Jahre lang während der Schauspielschule. Und das, was mir am besten gefiel, auch weil ich am wenigsten davon wusste, also von der Herstellung, war Film. Das ist an sich die Vorgeschichte. Ich hatte immer so eine große Kamera, die kleine beherrsche ich irgendwie noch gar nicht. Voilà. Der würde sich totlachen, wenn der mich hier so sieht. Lucy! Du musst das Wasser hinaustragen. Welches Wasser? Das da. Du lügst, komm näher. Was wolltest du? Man muss den Mut zu dem haben, was man will. Sieh mir die Augen. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass wir in der Schule immer diese Etüden vorspielen sollten. In was für einer Schule? Das war eine Privatschule, in die ich eigentlich nur durch Zufall überhaupt gelangt bin. Ich wusste gar nicht, dass ich Schauspielerin werden will. Und dann ist mir dieser Junge aufgefallen. Der hatte gleichzeitig was Rührendes und was Beängstigendes, was Verletzliches und was Raubtierhaftes, Kralliges. Also der hatte so eine Mischung und dann, wenn der was gemacht hat, das war immer anders als bei den anderen. Ich habe ja Fassbinder kennengelernt durch eine Freundin, die mit ihm auf der Schauspielschule war. Und die sagte mir, heute kommt ein Schauspielkollege, nämlich Rainer Werner Fassbinder, zu mir und macht so eine Art Lesung. Hast du nicht Lust zu kommen? Und er hat da 100 Zigaretten geraucht, das weiß ich noch, und hat aus einem Roman gelesen und ich war begeistert. Alles, was mir weh tut, tut mir wohl. Wie viele Leute waren da? Vielleicht 3. Ja. Was hat Sie dann begeistert, wenn Sie sagen, Sie waren begeistert? Was war das? Diese Wichtigkeit, ja, diese Intention, mit der er gelesen hat, ja, das hat mich total begeistert. Das habe ich ja noch nie erlebt, ja. Einige Wochen später ruft mich Christoph Rosa an im Büro, da war ich schon beim ADAC, und sagt, ja, der Rainer würde so gerne, also dreht einen Kurzfilm, aber wir haben kein Geld, also es tut mir 20 leid, ob ich denn mitspielen könnte. Ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht, ja, ich war völlig fertig mit den Nerven. Und dann, ich war ja so aufgeregt, ich konnte das ja nicht, ich war ja völlig überfordert. Jedenfalls haben wir das gedreht. Und von dem Moment an war ich ihm total verfallen. Ja. Wirklich? Dann, ja, weil wie der mit mir geredet hat, ja, dass ich jetzt das so und so machen soll. Und er hat mir alles vorgemacht. Er hat mir jeden Satz, jedes Wort vorgesagt. Und es war eine Intimität der Sonderklasse. Es war großartig für mich. So hat noch nie im Leben mit mir jemand gesprochen wie er. Das war einfach was ganz Besonderes. Und dann zog er zu mir in mein Apartment. Ich war mit ihm Tag und Nacht zusammen. Es war so anstrengend. Vor morgens um 4 ging mir nie ins Bett. Mehr als 3-4 Stunden wurde nie geschlafen. Und wir waren nur unterwegs. Dann haben wir die ganzen amerikanischen B-Picture-Filme gesehen. Am Tag 4 Stück. Hinterher ist man gegenüber in die Wirtschaft. Und da hat man Cola getrunken, weil Fassbinder hatte zu der Zeit überhaupt keinen Alkohol getrunken, nur Tee und Cola. Wirklich? Ja, Jahre. Das hat gedauert, bis
1974, bis wir am THT waren, wo er überhaupt mit Alkohol oder auch Drogen anfing. 1967 habe ich eine Kollegin von der Schauspielschule getroffen, die sagte, sie spielt da gerade im Action-Theater die Antigone. Und ich soll da mal hinkommen und mir das anschauen. Es ergab sich jetzt, dass ich halt nach der Aufführung an der Bar stand und der Regisseur, das war Per Rahm, dazu kam. Er sagte, dass er also Schauspieler suche, die Bayerisch sprechen. Und wir machten so aus, dass wir es zusammen versuchen wollen. Er hat mir einen Zettel in meinen Briefkasten werfen lassen. Ob das jetzt eine Schrift war, das weiß ich nicht, weil so viel habe ich ja von ihm nicht Geschriebenes gehabt. Da stand nichts anderes für mich drauf als, willst du Antigone spielen? In 2 Tagen ist Premiere. Und das ging dann ganz schnell. Man war einerseits Antigone, andererseits war man Chor. Und beim Chor musste man einfach nur nachmachen, was die anderen gemacht hat. Und wenn man seinen Antigone-Moment hatte, ja, da wurde einem auch nicht sehr viel mehr gesagt. Da kannst du dann machen, was du willst. Kannst aber auch nur ganz wenig machen, das kommt auch gut. Und wer hat da Regie geführt? Der Per Rahm. Ja, das war eigentlich der Wichtigste meiner Meinung nach. Der hat ja dann später seine Musik gemacht, aber er war dann auch zeitweilig sein Geliebter gewesen. Ich war eigentlich total in Ekstase in dem Moment, also Bühnenekstase war das, in dem Moment, in dem dieses Licht dann auf mich gefallen ist. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, genau, das ist ja genau dieses Gefühl, was ich suche. Und da, von da an war ich dann dabei. Dann sind die rumgezogen und hießen dann plötzlich Antitheater. Und da gab es ein Stück, das hieß die Bettleroper. Und da kam ein Schlagzeuger vor und der durfte trommeln und musste auch ein paar Sätze sagen. Und so bin ich zu dem Ganzen gekommen. Und da habe ich vom Fassbinder noch gar nichts gehört. Ich habe ihn dann eigentlich zum ersten Mal nur gesehen, wie er sich immer kringelig gelacht hat über meine Auftritte, weil ich habe damals so unheimlich langsam gesprochen und sah auch aus wie, ich weiß nicht was, wie die leibhafte Revolution. Mit dem Bärtchen, mit Koteletten, mit dem Ledermantel, fast wie ein Gestapo-Mann. Und da saß er dann immer und hat sich immer gekringelt vor Lachen mit der Hanna zusammen. Und habe aber nie rausgekriegt, dass die über mich lachen. Das war mir zu der Zeit überhaupt nicht bewusst. Ich habe zwischendrin auch meiner Eltern wegen doch immer wieder dann dieses Studium weitergezogen. Die hätten sich so beunruhigt, ausgerechnet mit dem Fassbinder. Wieso? Naja, das war doch ein Bürgerschreck. Wirklich? Der Fassbinder also in der Zeit? War ein absoluter Bürgerschreck. Ich habe damals so kleine Theaterfilmkritiken geschrieben für ein Hamburger Blatt. Und ich saß da, da war ja auch das war ja so ein halbes Theater, halbe Kneipe. Und da war der da zugange. Das war, wer ist das denn da? Man hatte das Gefühl, ach, da ist auch einer reingeschneit. Und dann wurde er doch die prägende Figur im Action-Theater. Kann ja alles und er würde den Arthur von Schmettwitz ganz vorzüglich geben. Er hat nur die Regie übernommen. Der Major hat so etwas Gewaltsames. Er nimmt einem gern die Dinge über dem Kopf fort. Und man muss dann spielen, wie er will und nicht, wie man selber möchte. Man spürte so, dass er die Gruppe dort im Action-Theater begann zu dominieren. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass doch er der ganze Motor von dem Laden ist, wie er inszeniert hat und so. Weil ich dachte eigentlich immer, Willi, der Per Rahm ist der Chef. Und der war es ja wohl am Anfang auch, aber Rainer hat das irgendwie übernommen, mehr oder weniger. Das liegt an der Gesellschaft, was da einer der Maßgeber ist, sondern uns eben nicht die Möglichkeit gibt, so viel Geld zu haben, dass alle immer mitarbeiten können. Vielleicht müssen viele Leute fast immer nebenbei arbeiten und es gibt nur ganz wenige, 2, 3, immer Zeit haben dafür und folglich machen die das dann auch letztlich. Fassbinder, inwiefern Antitheater?
Als experimentelles Theater oder anti, gegen, also anti, gegen das Theater überhaupt? Nee, nee, anti mehrere Dinge als nur Theater. Gegen welche Dinge? Oh, gegen den Staat. Mhm. Gegen Gewalt, gegen Krieg. Es war also diese große Sehnsucht, diese kapitalistische, faschistische, kriegstreibende Welt zu verändern. Dass er Filme machen wollte, stand ja außer Zweifel. Und es ist immer so eine Sache des Kennenlernens. Der hat halt Uli Lommel ist er begegnet. Dann hat man auch Geld bekommen von dieser Bosch-Erbin, 10.000 Mark. Ich hatte eine große Überzeugungskraft, um Leuten Geld rauszuholen, ja, weil ich so überzeugt war natürlich von ihm. Ja. Ich wusste einfach, ich habe immer gesagt, das ist ein Genie. Das ist ein Genie, dafür muss man Geld geben. Aha, aber das wussten Sie, ja? Ja, ja, das war in mir ganz sicher, dass das ein Genie ist. Liebste. Bitte sehr, haben Sie Stahlbrillen? Stahlbrillen? Ich weiß nicht. Ist die gut? Ich weiß nicht recht, vielleicht. Schön ist sie schon. Wenn Sie mich jetzt endlich bedienen würden. Verzeihung, was hätten Sie denn gern? Ich wollte doch nur eine Auskunft. Haben Sie Stahlbrillen? Ich weiß nicht, ich... Wenn Sie bitte warten möchten, bis Sie dran sind. Aber die Dame wollte nur... Schon gut. Wissen Sie, ich suche so eine runde Brille, wie sie der Polizist im Psycho anhatte, ja? Also der zum Auto von Janet Leigh gekommen ist, da. Verstehen Sie? Sehr schlechte Bedienung. Ich werde mich beschweren. Ich habe auch nur zwei Arme wieder, Mensch. Die Stahlbrillen. Ja. Wenn Sie keine runden Brillen haben, was haben Sie denn sonst, Liebes? Unsere Auswahl ist natürlich auch nicht die größte in einem Kaufhaus. Vielen Dank. Ich habe ihn schon total machen lassen, weil ich ja auch gemerkt habe, den kreativen Vorsprung, das ist er mir ja nicht entgangen, dass er was hatte. Weil es gab ja kein Zögern bei ihm. Und ich habe oft nicht verstanden, was der wollte. Was der jetzt da macht, hatte mit mir überhaupt nichts zu tun. Auch wenn es so kleine, miese Verräter waren, wollte er ja doch etwas reinpacken, was über das hinausging. Denn vielleicht hätte er ja Liebesfilme drehen wollen, wenn er nur diese Grunderfahrung gehabt hätte. Aber da gab es ja so viel wahrscheinlich nachzuholen, die vielen Abwesenheiten der Hauptfiguren seines Lebens, die Mutter und der Vater und das alles. Seine Mutter, wie ich seine Mutter erlebt habe, als eine, ich fand die Lilo, ja, wie soll man das sagen, mir ist natürlich nicht entgangen, dass wir uns ein bisschen ähnlich waren. So im Äußeren, das sieht man ja auch in dem Buch, das er für sie gemacht hat. Und ich habe es auch hier drin gefunden. Also da war schon was, wahrscheinlich, ne? Und dieser Gedichtband war ja von ihm auch eine gewisse Liebkosung seiner Mutter, die ja wahrscheinlich in diesem Sinne auch nie möglich war im Direkten. Denn die Frau war erstens spröde, und zweitens dauernd krank und in Sanatorien. Und dann hat sie sich einen Mann genommen, der konnte überhaupt nicht auf ihn. Und dann hat er dauernd Geld gekriegt, um ins Kino zu gehen. Und so war der Cineast geboren. The 19th Berlin International Film Festival presents the German feature film Colder Than Death. Der Film wurde irgendwann fertig. Und wir haben eine Schnittfassung, die noch ganz ohne Ton war, nach Berlin zu den Filmfestspielen geschickt. Und die haben den Film angenommen zur Berlinale 1969. Was für uns nur die Bestätigung all dessen war, was wir uns sowieso schon davon versprochen hatten. Eine sehr sensible Kamera erfasst einerseits Schwarz-Weiß-Kontraste, tastet andererseits alle Grauschattierungen ab, vom stumpfen dunklen Ton bis zu einem blendend sich auflösenden Weiß. Ja, das bin da viel Erfolg bei den Filmfestspielen. Dankeschön. So,
Wir machen das schnell und unkonventionell ohne großen Aufwand. Wieder ist man auf das Bild. Danke, Scheiße. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den Hauptdarsteller und den Regisseur des Films vorstellen. Ja, hat Ihnen das Ding gefallen? Wir wollten Millionen einspielen mit dem Film. Wir haben den Film gemacht, weil wir dachten, es wird ein Welterfolg. Wir waren der festen Überzeugung, es würde überhaupt der Knüller werden, den es gibt. Also nur so kann man so eine Produktion durchstehen. Natürlich war er sauer. Freilich war er gekränkt und sauer, aber der wird doch nicht von seiner ganzen Möglichkeit als Person den Schwanz einstecken und sagen, jetzt höre ich auf, wo es gerade anfängt. Harry, wenn ich mir nicht gewusst hätte, hätte ich mir den Nachmittag freigenommen. Weißt du, das Erste, was ich gedacht habe auf der Fahrt hierher, einer, der das nie gemacht hätte, was wir jetzt machen, ist der Rainer. Der hätte gesagt, hier. Richtig. Ich mach doch kein Interview für einen anderen Regisseur. Nee. Er hätte immer gesagt, um mich kümmert sich ja auch keiner, aber das ist nicht wahr, weil alle haben sich um ihn gekümmert. Ja. Der Bal wollte ich sowieso machen, war in der Vorbereitung und suchte immer noch jemanden für die Hauptrolle. Jedenfalls hatte der Rainer eine Vorführung der ersten Kopie von Liebeskälter als der Tod in einem Kino in der Tirschstraße, was es heute nicht mehr gibt, ist eine Bankfiliale drin. Und da habe ich diesen Film gesehen und da war mir klar, der hatte eine solche Präsenz auf der Leinwand, da musste ich keinen Screentest und nichts mehr machen. Und dann sind wir uns sehr schnell einig geworden unter der Bedingung, dass ich möglichst viel seiner Leute beschäftige, weil er sagt, wenn ich jetzt also 2 Wochen Proben mache, das war mein Vorschlag, und 3 Wochen Dreh, dann bin ich ja 5 Wochen weg. Was soll denn meine ganze Truppe machen? Die müssen doch essen, ich muss die ja irgendwie ernähren. Und dann habe ich sehr viele in der Besetzung übernommen, da Rollen, die noch frei waren. Er wollte auch, dass seine Leute immer zu allen Mustervorführungen kamen. Erste Schnittfassung, zweite Schnittfassung mussten die alle immer kommen, sowohl die Schauspieler als auch die Mitarbeiter. Ja, er wollte, dass sie daran lernen. Das war für ihn wie ein großer Workshop. War der nicht renitent, wenn er seine Leute damit hatte? Stelle ich mir immer so vor, so ein... Der größte Eklat war... als ihm von seinem Lohn plötzlich Lohnsteuer abgezogen wurde. Da hat er das ganze Ding zerrissen und weg und ist zu mir gegangen und hat gesagt, ja, so kann ich nicht arbeiten. Ja, ich brauche brutto für netto, alles. Aber so hat er ja dann seine nächsten 3, 4 Filme produziert, wie auch schon den vorherigen, ohne irgendeinen Kassenbon oder irgendwas aufzuheben. Und das hat ihn auch gerettet, weil als das Ganze dann aufgeflogen ist, nach 3, 4 Jahren, hatten die Steuerbehörden nichts in der Hand. In the old days, the young man was the strong man. So Kollegen wie Schlöndorff, der halt den Bal vorbereitet hat und wo auch die Dreharbeiten dann 3 Tage später anfingen. Als der das gesehen hat, der war halt völlig aus dem Häuschen. Und 5 Wochen, nachdem der andere aufgeführt worden ist auf der Berlinale, gab es schon wieder einen. Und ich habe dann immer wieder gesagt, das, was ich auch heute noch sagen will, ich meine, wenn man Filme machen muss, dann macht man sie auch. Von wo bist denn du in Griechenland? Welche Stadt? Korea. Und Arbeit gibt's da keine? Arbeit, ja. Aber nichts Geld. Das ist ja auch eigentlich eine politische Aussage, wo der Griech aus Griechenland da kommt und den Einheimischen sozusagen die Weiber wegnimmt und
besser ficken kann als die anderen und so. Wir werden da ziemlich doof dargestellt, als plumpe, dämliche Bajovaren, die sich zusammenrotten und dann halt den Griechen eine aufs Maul hauen. Sehe auch als Protest gegen die stupiden und stumpfsinnigen Reaktionen auf der Berlinale von den Kritikern, die immer wieder davon geschrieben haben, dass das alles so unbewegt sei, dass die Einstellungen so lang seien und so. Ich sehe Katzenmacher einfach alle noch unbewegter und noch langsamer gemacht haben. Abgesehen davon, dass es für das Thema richtig gewesen ist. Bei Rainer Werner war es so, es musste einzigartig sein. Insofern, glaube ich, steht der Rainer Werner auch in einer deutschen, einer europäischen Kunsttradition, dass du musst etwas machen, was es noch nicht gegeben hat. Und zwar auch ästhetisch. Dietrich Lohmann hat mir mal erzählt, dass sie bei Katzelmacher eine Rolle Film falsch belichtet hatten. Oh Gott. Und Rainer Werner hat gesagt, das ist doch wunderbar, hat doch noch nie jemand gesehen. Falsch belichtetes Material, da wird jeder glauben, dass da eine Absicht hintersteckt. Wir haben ja auch für Katzelmacher dann Bundesfilmpreis bekommen und dann wurden wir ja auch in gewisser Weise populär. Fassbinder hatte schon eine große Presseaufmerksamkeit dann nach einer Weile. Es war ja so, dass Fassbinder in dieser frühen Zeit nicht nur in der Öffentlichkeit eine Art von, sage ich mal, Antityp war. Also der trat ja irgendwie so auf wie so ein Rockstar, aber wie ein missmutiger, schlecht gelaunter Rockstar, auch mit so einer gewissen spürbaren Aggressivität, ja auch mit der Lederjacke und so weiter, hat sich da auch immer ja so ein bisschen aufgemändelt und er kam damals zu uns in den WDR. Und ich denke, das war für ihn nicht ganz einfach, zu diesen Fernsehleuten zu kommen, von denen man das Geld haben will, von denen man auch das Geld braucht, damit man seine Filme machen kann. Und er kam dann und wir redeten und ich fragte, will er irgendwas trinken? Er sagte, also Whisky wäre nicht schlecht. Und dann war ich weiß nicht, eine Stunde bei mir. Also, und in dieser Stunde hat er mindestens 20 Zigaretten geraucht und die halbe Flasche Whisky getrunken. Von allen Seiten, speziell auch vom WDR und von den Tochterfirmen und so, da waren... Ständig waren irgendwelche Gelder da, weil Film kostet ja auch ein bisschen was. Und deswegen wurde da auch so wahnsinnig viel gedreht. Und diesen Produktionsrausch, der da war, den haben wir halt nur so erlebt, dass es hat sich immer mehr auf ihn fokussiert. Glauben Sie, dass die Qualitäten des Autoren und Inszenators und Allroundmen Rainer Werner Fassbinder, des Münchner Kindl der Subkultur, dazu reichen, eine Fassbinder-Inflation auszulösen? Ja, aber sowieso doch. Das ist doch gar keine Frage mehr. Da ist die Energie, die Notwendigkeit, das muss raus, ja. Und die Kraft, das zu artikulieren. Und er hatte also verfügte schon über die Instrumente, das zu machen. Und da war ganz klar, der wird seinen Weg gehen. Es geht nicht mit einem 30, 40-Mann-Team, sondern das ging immer dadurch, dass die Leute, die gespielt haben, auch nebenher einen Job gemacht haben. Der Kurt Raab war ein glänzender Schauspieler, aber eben auch Ausstatter. Der Herr Bär war vielleicht ein Laie, aber er hat auch sein Gesicht verkauft und wurde aber zum Regieassistent oder Produktionsleiter. Und fast jeder zwei oder drei Rollen sozusagen gespielt, wo dadurch war das auch möglich, so schnell und so effektiv zu arbeiten. Der Gemeinschaftssinn war da schon sehr, sehr ausgeprägt. In der Stolbergstraße haben wir dann wirklich versucht, so zu leben wie eine Kommune. Es war schon auch spannend, was da gesprochen wurde. Alles, was gemacht wurde und wie es gemacht wurde, wurde besprochen.
wir hatten ja dann so eine große Wohnung und als erst hatten wir eine kleine Wohnung mit Per Raben und Sträts und mir. Und alles in diesem kleinen dann, Apartment? Ja, eine Weile. Aber dann haben wir am Nymphenburger Kanal gewohnt. Da war dann nur Per Raben, er und ich und die Sträts kamen manchmal so. Das war aber eine größere Wohnung. Ich war zwar unheimlich oft in der Villa, logischerweise, oder in der Wohnung in Lehl, aber es war gut, dass ich da nicht gewohnt habe, weil das hätte Mord und Totschlag gegeben. Ich hätte gar nicht die emotionale Kraft, 24 Stunden am Tag mit einer ganzen Truppe zu leben und diese ganzen Gruppenkonflikte mit zu verarbeiten, zusätzlich zur Arbeit oder die zum Mittelpunkt meiner Arbeit zu machen. Nein, das... Ich liebe ihn! Dann setz ich auf. Und mehr denn je kann ohne ihn im Kopf nicht sein. Ich habe als erstes ihn kennengelernt mit dem Text Das Kaffeehaus. Das war ja von Goldoni übernommen, die Vorlage, obwohl dann die Dialoge, soweit ich das weiß oder mich noch erinnere, eigentlich ganz stark auch seine eigenen Intuitionen waren. Das war schon eine ganz wichtige Erfahrung für uns, dass wir gesehen haben, man kann tatsächlich auch mit Schauspielern arbeiten, nicht Gruppenmitglieder sind. Man kann auch mit denen was ganz Spezielles, Spezifisches und Eigenartiges erarbeiten. Er hat mir dann in allem, was wir dann machten, immer die Hauptpartie gegeben. Und ich habe mich dann so langsam da hineingefunden. Das hört sich irgendwie so harmonisch an. Ja, nee. Ja, also das war eher eine Art Erziehung. Er hat dann ja zum Beispiel auch, das ist ja, war wirklich scharf von ihm, also bösartig. Er hat dann, nachdem wir einen Abend gespielt hatten, eine Vorstellung hinter uns hatten, hat er so einen Zettel so mehrfach gefaltet und dann die Namen eingesetzt und dann mussten wir alle, jeder Einzelne musste jedem Darsteller Noten geben, wie der gerade war an dem Abend. Und dann gaben alle ihre Noten und dann wurde es hinterher aufgefächert und dann konnte man sehen, wer gewonnen hat. Meistens habe ich gewonnen. Es war so peinlich. Die haben immer vor Angst vor ihm, haben sie immer möglichst alles so gewertet, wie er es sehen wollte. Ach, ist das nicht schon der amerikanische Soldat? Die Rolle des deutsch-amerikanischen Vietnam-Veteranen Ricky schreibt Fassbinder für Günter Kaufmann. Den hat er kennengelernt, schon bei Baal und dann, den wollte er haben, aber der hat sich ihm auch irgendwie entzogen. Ja, Günter war verheiratet und er war halt scharf auf ihn. Den Schwarzen. Was macht er denn da überhaupt? Da bin ich. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel nackt war. Aber das ist nie gezeigt worden. Das ist ja, das ist ja eine Szene, die gibt es in keinem Film. Ne? Ah, die gibt es nicht. Da bin ich ja aus dem Film dann ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr ertragen, dass viele nackt sein. Und dann auch noch Kamera von unten oder so. Er hat den Film dann abgebrochen, weil das konnte er ja dann nicht mehr gebrauchen, wo wir vorkamen. Und bei der Gelegenheit hat er auch gleich gesagt, er verheiratet sich jetzt mit der Ingrid Kaveden. Wir hätten nicht heiraten sollen. Wir haben uns vorher und nachher sehr viel besser verstanden als zu der Zeit, als wir verheiratet waren. Da hat bei uns ein ganz komischer Mechanismus eingesetzt, von dem ich nicht geglaubt hätte, dass er bei uns einsetzen würde. Es hat dieses komische Besitzdenken oder so auf eine merkwürdige Art und Weise eingesetzt, was nach der Scheidung
dann wieder weg gewesen ist.